Zusammen herzlich willkommen. Der FC Bayern freut sich, heute zwei neue Spieler vorzustellen. Dayo Upamecano werden wir gleich begrüßen. Wir beginnen aber mit Omar Richards an der Seite von Sportvorstand Hasan Salihamidzic. Herzlich willkommen, meine Herren. Hasan und Omar, hallo, servus in München. Servus. Wie sind deine ersten Eindrücke aus den ersten Tagen in München? Mir gefällt es gut hier. Alle sind sehr nett zu mir. I feel very happy in the beginning. I'm starting to learn German and slowly, so take langsam. Auch etwas Zeit. English, if that's okay. Okay, danke. Meister hier in Englisch präsentieren, wenn es okay ist. Schön, die ersten Sätze schon auf Deutsch. Toll, Kompliment. Das wird den Sportvorstand Hasan natürlich freuen. Hasan, was beeindruckt dich sonst an ihm, an Omar? Das ist natürlich wirklich erstmal ein netter junger Mann, den wir dazu geholt haben. Wir sind sehr glücklich, dass er sich für den FC Bayern entschieden hat. Er ist ein Spieler, der feine Ballkontrolle hat, feine Technik, gutes Dribbling, gutes Passspiel und klar, in der Defensive steht er sehr gut. Wir sind sehr froh, dass er hier in München ist. Hat viele Stärken und hat sie sofort hier reingebracht, hört sehr genau zu im Training. Der Trainer macht viel individuell mit ihm, er saugt alles an sozusagen und will sich entwickeln. Klar, er war jetzt in dem Championship, hat im Championship gespielt und jetzt ist natürlich auch für ihn ein Sprung in die Bundesliga. Aber wir sind uns sicher, dass wir an ihm sehr viel Freude haben werden. Dankeschön, das klingt prima. Dann kommen wir zu euren Fragen. Also Omar wird in seiner Muttersprache antworten, Englisch. Aber wir übersetzen natürlich simultan. Bitte schön, die erste Wortmeldung kommt von Taufik Halil vom Bayerischen Rundfunk. Hi Omar, welcome to Munich. Can you tell us a little bit about yourself? What kind of guy you are? Was können Sie über sich sagen? Können Sie selbst etwas beschreiben? Wir wissen noch nicht ganz so viel über Sie. Was mögen Sie? Was erwarten Sie? Und was bedeutet Bayern München für Sie? You couldn't hear? Oh, can you describe your personality? Ein bisschen lauter machen. Bisschen lauter nochmal. Kann vielleicht der Übersetzer nochmal wiederholen die ganze Frage? Er konnte es nicht hören. Firstly, coming into the training ground, it's a great space to work. Als ich hierher gekommen bin, mein erster Eindruck, wusste ich sofort, hier kann ich mich verbessern als Spieler. Auch meine Teamkameraden, die Kollegen hier haben mich sehr herzlich willkommen geheißen. Und ich bin sehr motiviert, es ist eine große Umgebung hier, einfach um mich zu verbessern. Ich bin sehr glücklich, hier zu sein. Dankeschön. Dann die nächste Wortmeldung bitte kommt von Torben Hoffmann für Sky. Omar, herzlich willkommen. Jetzt sind mit Alfonso Davies und Lucas Hernandez zwei Spieler verletzt. Gehen Sie davon aus, dass Sie jetzt auch schneller, früher gefordert sind, mehr Einsätze zu Beginn der Saison auch gleich haben werden? Und die Frage gleich auch an Hasan. Wie lange werden die beiden ausfallen? Also bei Alfonso Davies war unbestimmte Zeit. Sind das so knapp 4 Wochen erfahrungsgemäß? Und wann rechnet ihr mit Lucas Hernandez? Also für mich, you never know what happens. Fußball, man weiß nie, was passiert. Man muss aber bereit sein, wenn die Möglichkeit bekommt, dann muss man zupacken. Ich arbeite hart im Training und sauge alles ein, alle Informationen. Und ich bin bereit, sobald sie mich brauchen. Ja, für mich klar. Wir schauen natürlich, dass wir die Jungs fit kriegen, so schnell es geht. Aber klar, diese Verletzungen brauchen auch die Zeit. Wir denken, dass die irgendwann im August eben dazu stoßen werden. Ich glaube, dass Alfonso, sage ich mal, es ist immer schwierig, diese Zeiten zu sagen, aber 4 bis 6 Wochen brauchen wird. Und wir kennen aber die beiden, ich weiß nicht, Lukas auch
irgendwann im August, sagen wir mal Mitte August, auch dazu stoßen wird. Aber wir kennen die beiden, wie ehrgeizig die sind. Und wir müssen die eher bremsen, als die zu pushen. Die wollen natürlich jetzt loslegen. Wir haben einen neuen Trainer, wir haben ja, Großes vor. Deswegen werden sie natürlich von alleine schon drücken, um dazu zu stoßen. Aber wir müssen klar aufpassen, dass die sich nicht wieder verletzen. Deswegen geben wir denen die Zeit, die sie brauchen. Dann ist Nino Duit an der Reihe für das Zone und Goal. Auch eine Frage an Sie, Herr Salihamidžić. Wann und wie sind Sie auf Omar Richards aufmerksam geworden? Und wer war die treibende Kraft hinter der Verpflichtung? Ja, wir haben ihn klar letztes Jahr besonders gut beobachtet. Wir haben natürlich einige Scouts, die ihn erstmal entdeckt haben. Dann haben wir alle zusammengeschaut, fast jedes Spiel gesehen. Und natürlich, Corona hat uns verhindert, öfters darüber zu fliegen. Aber er hat wirklich, wie ich schon gesagt habe, die Stärken, die wir brauchen. Er kann unter Druck sehr gut Fußball spielen. Er hat feines Kombinationsspiel, gutes Passspiel. Und ja, wir haben das alles alle zusammen oft besprochen und waren uns alle klar, wir werden von mir nie hören, dass der oder der jetzt die Kraft war, der das sag ich mal, vorangetrieben hat, sondern wir haben alle zusammen immer, oder wir entscheiden alle zusammen, wenn wir einen Spieler holen oder auch nicht holen. Aber bei ihm waren wir uns klar, dass er in unserer Mannschaft wirklich eine sehr, sehr gute Rolle spielen kann. Marc Gabel für RTL, bitte. Grüß Gott zusammen. Eine Frage an Herrn Salihamidžić. Die Verletzungen, Sie haben es eben angesprochen, von Davis und Hernandez, sind ja jetzt gerade, was die Abwehr angeht, durchaus ja, eine echte Schwächung. Der Transfermarkt ist ja noch eine Weile auf. Planen Sie da möglicherweise noch einen Transfer oder bleiben Sie bei Ihrer Marschroute, dass jetzt größere Transfers nicht mehr geplant sind? Wegen diesen beiden Verletzungen? Ja. Nein, deswegen bleiben wir. Also, das sind ja Verletzungen, die wirklich überschaubar sind. Der Alfonso eben am Sprunggelenk, Lukas am Knie. Aber alles Verletzungen, die, wo wir wissen, dass das kein Problem ist und die auch einigermaßen, sag ich mal, schnell auskuriert werden können. Gerade die beiden, wie ich schon gerade gesagt habe, sind sehr ehrgeizig, sind sehr pushy, sage ich mal, und die wollen beide so schnell wie möglich wieder ins Training. Aber ja, das sind Top-Spieler. Da ist jetzt, wir sind auch sehr, sehr gut besetzt. Omar ist auch da. Wir haben viele gute, auch jetzt mittlerweile junge, sag ich mal, junge Abwehrspieler, die, die ersetzen werden oder auch diese Konkurrenzkampf annehmen werden. Deswegen sehe ich da jetzt keine Probleme. Natürlich am Anfang müssen wir schauen, dass wir gut reinkommen. Aber deswegen, wegen diesen Verletzungen, ist das jetzt kein Thema. Dankeschön. Dann die nächste Frage bitte. Jonas Austermann für TZ und Merkur. Ja, vielen Dank. Grüße an die Säbener Straße. Eine Frage an Omar, eine an Hasan Salihamidžić. Herr Salihamidžić, jetzt war es so, Lukas Hernandez und auch Alfonso Davis haben sich bei der Nationalmannschaft verletzt, bei Turnieren im Sommer. Ist das für Sie in gewisser Weise auch ein Hinweis darauf, dass die Spieler ja einfach zu viel gefordert sind, jetzt auch gerade während Corona-Zeiten kaum eine Pause hatten? Und dann die Frage an Omar. Es gab ein bisschen Verwirrung in den ersten Tagen um Ihre Körpergröße. Es hieß erst 1,85, jetzt heißt es 1,74. Vielleicht können Sie da ja, Aufklärung betreiben, wie groß Sie nun wirklich sind. Danke. Also, das ist halt so, dass Fußball so ist, Fußball auf dem höchsten Niveau. Die Jungs spielen gerne für die Nationalmannschaften, das soll auch so sein. Ich war selber Nationalspieler, weiß, wie stolz man ist, wenn man eben die Farben des Landes verteidigt. Und ja, das gehört dazu, Verletzungen gehören dazu. Es ist natürlich immer unglücklich und für uns nicht so gut, wenn sie die Spieler eben bei der Nationalmannschaft verletzen. Aber damit muss man leben und hoffen, dass die Jungs eben immer wieder gesund zurückkommen. Omar? For me,
heard a lot about this question. Ich habe schon darüber gehört, über diese Diskussion auch. Aber Google hat, glaube ich, die falsche Höhe angegeben, nicht 1,85, sondern eher in Richtung 1,74, definitiv nicht 1,85. Werden wir auch gleich nochmal beim Fotomotiv dann sehen. Nächste Frage, bitte. Schon alles erklärt und beantwortet. Ich hätte noch eine. Felix Fischer hier von Sport 1. Bitte schön. Herr Salihamidzic, am Sonntag im Doppelpass war Uli Hoeneß zu Gast bei uns und hat gesagt, wenn er jetzt auf die Einkäufe von PSG schaut und auf die Transfers, dann wird ihm so ein bisschen Angst und Bange. Wie sehen Sie denn das? Machen Sie sich da auch Sorgen, ob der Konkurrenz, die sich immer mehr verstärkt? Wir beobachten das klar. Es ist natürlich eine Situation, die auch für uns nicht so einfach ist. Sie kennen uns, wie wir wirtschaften, wie wir versuchen eben ja, in dem Transfermarkt zu agieren. Es ist keine einfache Situation, wenn man sieht, wie einige Clubs eben investieren können. Aber wir werden das Mögliche machen, dass wir immer kreativ bleiben, dass wir versuchen eben anders für die Spieler, ja, in Anführungsstrichen sexy zu sein und versuchen eben die anders zu überzeugen, zum FC Bayern zu kommen. Aber gegen manche eben, gegen diese finanziellen Kräfte, ja, zumindest im Moment jetzt, ist nicht zu machen. Dann werden wir international. Oliver Trust für Xinhua News aus China. Bitte, Oliver. Hello to Munich. Mr. Richards, did you do some research on the Bundesliga, on the football level, and did you talk to someone about it? Thank you. Actually, I watched a lot of Bayern games. Bayern Spiele schon verfolgt. YouTube, auf YouTube ist eine gute Quelle. Ich habe da viele Spiele verfolgt. Und sobald ich wusste, dass ich hierher komme, da habe ich so viele Spiele wie möglich mir angeschaut, um einfach auch das Niveau zu verstehen, wo ich da ankommen werde. Dankeschön. Dann ist Gregor Robertson für The Times an der Reihe, please. Your microphone. Could you turn on your microphone? No, sorry. Can't hear. Can you switch to the English channel, please? Can you hear me now? Yeah. Sorry about that. No, it's okay. I was wondering if you could tell us a little bit about your journey here, growing up in South London. Ihre Reise von Süd-London, wo Sie Fußball gelernt haben. Reading und dann jetzt hier zum FC Bayern München. So as you know, I grew up in South London, Southeast London, Lewisham. And I've been playing football for as long as I know. Fußball schon immer gespielt, eigentlich, solange ich denken kann. Mit 5, 6 in den ersten Ligen gespielt. Und da habe ich die Liebe entdeckt für mich in Fußball. Und bis zum 10. Lebensjahr dann weitergekommen zu einem Nachwuchsaktionszentrum. Und das ist, wo ich wirklich gelernt habe, Fußball zu spielen, den Fußballstil auch kennengelernt, den ich jetzt spiele. Und ich möchte der Mannschaft helfen, wo ich spiele. Jetzt bin ich hier. Mit 16 bin ich zum Reading auch gekommen, vorher bei Fulham gespielt. Das war schon eine schwere Zeit damals, hochzukommen. Aber es war ein großer Schritt in meiner Karriere damals. Ich musste einfach zeigen, meine Härte auch zeigen und zeigen, was ich kann. Und dort bei Reading habe ich dann in die erste Mannschaft geschafft mit 18, 19 und habe dann von da an immer weiter gespielt. Und dann kam München und hat angefragt, ich bin sehr froh darüber, meinen Fußball auch auf das nächste Niveau heben zu können. Was war Ihre Reaktion, als Sie den Namen FC Bayern München
gehört haben. Vom Championship in die Bundesliga zum FC Bayern München. Riesenschritt. To be honest, I didn't believe that first, but also ich konnte es erst gar nicht fassen, ehrlich gesagt. As anyone would be, you know. Keiner hätte das glauben können, glaube ich, im Moment. Das ist das, wovon man träumt. Man will Fußball spielen, man will für die größten Vereine spielen. Und man versucht, das Beste einfach zu zeigen. Und das versuche ich. Und es war einfach verrückt. Dankeschön. Dann haben wir noch Martin Moravec für die dpa. Martin Moravec. Do you think about the racist incidents? Martin, du musst jetzt in den deutschen Kanal switchen, bitte. So, jetzt hört man mich vermutlich? Ja. Hallo Herr Richards, ich würde gerne wissen, wie haben Sie die rassistischen Beleidigungen im EM-Finale gegen englische Spieler wahrgenommen? It's disgusting. Obviously, we know this is something that needs to be kicked off. Unglaublich, also das sollte einfach nicht passieren im Fußball. Das gehört da nicht hin. Das ist einfach ermüdend auch für vor allem die schwarzen Spieler auch, immer damit konfrontiert zu werden. Es ist nicht gut. Das muss einfach gestoppt werden. Man spielt Fußball, um die Fans glücklich zu machen. Calling you things like that. It's not wenn nice sowas passiert, player, so dann ist es nicht schön für keinen Spieler. Yeah, honestly, I'm und deswegen, also ehrlich gesagt, ich möchte einfach bitten, ich bitte darum, dass das endlich aufhört. Ja, schöne und klare Antwort. Dankeschön. Omar, willkommen nochmal in München. Viel Spaß, viel Erfolg. Und bleib wir gesund. Bleib gesund und munter. Und wir wechseln kurz, kurze Pause und dann sind wir mit Dayo Upamecano an der Reihe. Jetzt aber noch kurz das Foto, das obligatorische. Just a second. Dann sind wir gleich zurück. Merci. Okay. Gut. Hallo zu Teil 2 der Neuvorstellung. Jetzt dürfen wir Dayo Upamecano begrüßen, der ab sofort den FC Bayern verstärkt. An der Seite von Hasan Salihamidžić natürlich. Dayo, servus in München. Willkommen. Danke. Wie sehr hast du dich schon eingelebt? Super, ich freue mich einfach da zu sein und ich habe einen sehr, sehr guten Moment gehabt mit der ganzen Mannschaft und ja, ich freue mich da zu sein. Das ist schön zu hören. Hasan, seine Qualitäten sind bekannt. Wie sehr ist seine besondere Stärke jetzt schon gefragt von Beginn an? Naja, deswegen ist er natürlich hier, gute Leistungen zu bringen. Er weiß ja, was wir von ihm erwarten. Seine Stärken, klar, so wie du gesagt hast, kennen wir. Er ist sehr, sehr zweikampfstark. Er ist körperlich sehr robust, hat gutes Passspiel, aber natürlich, er ist ein richtiger, sag ich mal, richtiger Innenverteidiger. Und klar, hat einen großen Vorteil, dass er den Trainer natürlich schon kennt. Wir haben einige Jahre jetzt zusammengearbeitet und klar, er braucht jetzt keine große Angewöhnungsphase, sondern ich glaube, er weiß, dass er auch von Anfang an mit seinen Leaderqualitäten gefragt ist. Wir haben natürlich einige Spieler auf seiner Position verloren. David, Jerome, auch Javi ist weg und klar ist er von Anfang an gleich gefragt. Vielleicht eine kleine Anekdote, um zu zeigen, wie er, was das für ein Typ ist. Als wir saßen in meinem Büro oder in dem Raum, wo er seinen Vertrag unterschrieben hat, hat er dann, was ich noch nie erlebt habe, den Stift zur Seite gelegt und hat gesagt, so, jetzt habe ich unterschrieben, jetzt möchte ich kurz eine kleine Rede halten.
hat er gesagt, wie stolz er ist und wie froh er ist, beim FC Bayern zu sein, für den FC Bayern unterschrieben zu haben. Und ja, das hat uns natürlich alle überrascht, aber wie gut er da schon vor allen gesprochen hat. Und das erwarten wir eben von ihm, dass er genauso mit der Mannschaft, in der Mannschaft offen ist, dass er mit seinen, seinen Qualitäten unsere Mannschaft verstärkt und von hinten eben lautstark, sag ich mal, seine Kommandos gibt. Das brauchen wir und das weiß er auch. Ist sehr, sehr ehrgeizig und mit ihm wollen wir natürlich die nächsten Erfolge einfahren. Jetzt hast du dich schon herzlich willkommen. Danke. Herzlich willkommen. Jetzt hast du schon die Journalisten aber neugierig gemacht. Eine Rede gehalten. Jetzt wird der Rede und Antwort stehen. Dajot ist bemüht, auf Deutsch zu antworten. Er versteht auch so gut wie alles. Also bitte relativ langsam die Frage stellen. Aber wir können natürlich auch ins Französische ganz langsam switchen. Also die erste Frage bitte schön wie gewohnt. Fast heute von Taufik Khalil. Sehe ich das richtig? Ja, Dajot, herzlich willkommen in München. Sie haben einen Weg hinter sich von Frankreich nach Österreich, dann nach Sachsen und jetzt nach Bayern. Was bedeutet der FC Bayern für Sie? Welche Bedeutung, welche Größe hat der FC Bayern? Sie haben ja auch schon mehrfach gegen die Bayern gespielt. Ja, für mich ist ein großer Schritt für mich, für meine Karriere. FC Bayern ist ein großer Verein mit Weltklasse-Spielern und ich will auch kämpfen für diese große Verein, weil FC Bayern ist eine große Verein, die best im Moment und ich freue mich zu da sein einfach. Dankeschön. Dann Marc Gabel für RTL bitte. Servus, Herr Upamecano. Sie haben ja den großen Vorteil, dass Sie Julian Nagelsmann schon sehr gut kennen als Trainer. Wie wichtig wird Ihre Aufgabe sein, quasi abseits des Platzes, also nicht auf dem Fußballplatz, ist fast wichtiger als momentan auf dem Platz, weil Sie Ihren Kollegen erklären müssen, wie tickt der neue Trainer, was muss man beachten, wie wichtig wird das sein in den nächsten Wochen? Ich rede auf Französisch. Ich kenne depuis un bon petit moment Julian. C'est un, ja, c'est un, ich kenne c'est un Julian très, très bon entraîneur. Seit einiger Zeit. Das ist ein sehr guter Trainer. Er hilft den jungen Spielern und auch den erfahreneren. Er hat mir sehr viel geholfen. Er liebt Videoanalysen. Ich weiß, dass er sehr viel von mir erwartet. Auf dem Platz werde ich alles geben. Und ich möchte natürlich so viele Spiele wie möglich gewinnen. Er ist schon ein großer Trainer und ich bin sehr glücklich, wieder mit ihm zusammenarbeiten zu können. Dann ist Felix Fischer für Sport 1 an der Reihe. Ja, hallo Dajo. Vielleicht eine Frage mehr oder weniger daran anschließend. Den Trainer kennen Sie eben schon, ansonsten ändert sich aber mit Sicherheit viel im Vergleich zu RB Leipzig. Welche sind bisher so die Unterschiede, die größten Unterschiede zwischen diesen beiden Clubs? Naja, wie ich gesagt habe, es sind verschiedene Philosophien. Wie ich sagte, Bayern ist ein sehr großer Verein mit vielen Titeln. Und wie ich sagte, ich bin hier, um Spiele zu gewinnen, um zu kämpfen, auch um meinen Platz auf dem Platz zu kämpfen. Et voilà. Dirk Adam für Focus Online. Herr Upamecano, Ralf Rangnick, Sie haben eine sehr enge Verbindung zu Ralf Rangnick. Er hat Sie 2015 nach Salzburg geholt. Können Sie noch mal kurz beschreiben, wie wichtig er für Ihre Karriere war? Und haben Sie heute noch Kontakt zu ihm? Bien sûr, je suis toujours en contact avec lui. Ja, natürlich habe ich noch Kontakt mit ihm. Très important pour moi. Es ist ein wichtiger Trainer für mich. Ich spreche oft mit ihm. Er ist ein Trainer, der mir viel geholfen hat. Salzburg, Leipzig. Er ist ein Trainer, der mich viel verdanke. Und ich danke ihm für alles, was er für mich getan hat. Lena Wurzenberger für Bild München. Hallo Dajo, auch von mir herzlich willkommen in München.
Es wurde schon über deine Leaderqualitäten gesprochen. Hast du auch den Anspruch an dich, der neue Abwehrboss in München zu sein? Und wie willst du das anstellen? Also wie koordinierst du deine Hintermannschaft? Also David Alaba hat immer sehr viel gesprochen. Ist das auch was, was dich auch ausmacht? Danke. Naja, klar, auf meiner Position, ein Innenverteidiger muss natürlich mit seiner Mannschaft sprechen, mit seiner Hintermannschaft, mit seinen Kollegen da hinten. Wenn es einen Spieler gibt, der nicht so gut ins Spiel reinfindet, dann muss man ihn eben auch mit reinbringen. Das ist meine Arbeit. Ich werde alles geben auf dem Platz. Ich weiß, dass ich noch jung bin, ich weiß, dass ich noch lernen muss, dass ich Fortschritte machen kann, aber auf meiner Position werde ich natürlich versuchen, voranzugehen und meinen Mitspielern so gut wie möglich zu helfen. Dann Torben Hoffmann für Sky, bitte. Ja, es geht eigentlich so ein bisschen in die Richtung, wie sehen Sie die Konkurrenzsituation hinten mit Süle, mit Hernandez, mit Pavard, der da auch spielen kann, mit Nian Su? Und ist es für Sie persönlich der nächste Entwicklungsschritt, vielleicht noch lauter zu werden auf dem Platz, als es in Leipzig der Fall war? Ja, natürlich, natürlich. Es gibt viel Konkurrenz. In allen großen Vereinen gibt es Konkurrenzkampf. Man muss sich eben auf dem Platz, man muss alles geben, kämpfen, auch im Training. Und das werde ich machen. Ich werde nicht locker lassen. Und je mehr Konkurrenzkampf es gibt, desto besser geht es dem Kader. Und ich werde einfach alles dafür geben, um Stammspieler zu werden. Dann Jonas Austermann für Merkur und TZ. Ja, hallo Dayo. Du hast mal verraten, dass dein Lieblingstier der Löwe ist. Das ist ja nun das Wappentier des Münchner Rivalenvereins. Ist da mit dir schon darüber geredet worden, dass es in München bei den Bayern-Fans womöglich nicht so gut ankommt? Und du hast ein Bild auch mit deinem Gesicht und dem Gesicht eines Löwen in Leipzig gehabt. Hast du das mit nach München gebracht oder hast du das in Leipzig gelassen jetzt, wo du deinen neuen Verein in Bayern gefunden hast? Danke. Non, c'est parce qu'on m'avait dû demander que, comme à Leipzig, il y a beaucoup de zoos. Ja, in Leipzig gibt es halt viele Zoos. Und da hat man mich gebeten, da hat man mich gefragt, welches Tier ich mir anschauen würde. Und ich sagte, der Löwe. Denn seit ich klein war, habe ich Löwen geliebt. Und das hat sich heute auch nicht geändert. Gibt es dann weitere Fragen, bitte? Julian Buhl für die Abendzeitung, bitte. Ja, Sie haben den großen Konkurrenzkampf gerade schon angesprochen. Wie wichtig ist es denn für Sie, dass Sie da jetzt gleich loslegen konnten und nicht irgendwie verspätet ins Training einsteigen mussten? Und noch eine Anschlussfrage, wie ist Ihr Eindruck bisher vom Training, vor allem mit dem Zusammenspiel mit Tanguy Nian Su? Ja, bien sûr, c'est comme j'ai dit, il y a beaucoup d'intensité. Les joueurs, ja, wie ich gesagt habe, es ist eine hohe Intensität. Alle Spieler haben Lust zu spielen. Ich liebe das. Und heute weiß ich natürlich nicht, mit welchem System wir spielen werden. Diese Frage sollten Sie vielleicht dem Trainer stellen. Egal in welchem System werden wir kämpfen, werde ich kämpfen für die Mannschaft und meine Rolle wird sich nicht verändern, eben alles zu geben und versuchen, ganz viel Intensität auf den Platz zu bringen. Nächster ist Martin Moravec für die dpa. Hallo Herr Upamecano, können Sie ein bisschen noch beschreiben, wie Ihre kleine Rede, von der Hasan Salihamidžić vorhin gesprochen hat, abgelaufen ist? Können Sie ein paar Details verraten? Non, ça va rester entre moi et lui. Nein, nein, das bleibt zwischen ihm und mir. Zwischen ihm und mir. Tut mir leid. Nein, es war wichtig für mich, auszudrücken, wie zufrieden und glücklich ich bin, hier zu sein. Und ich möchte ihm hier auch nochmal danken für das Gespräch, das wir hatten. Ich möchte allen Menschen danken,
die daran teilhatten. Wie ich schon sagte, ich bin sehr glücklich, hier zu sein, und ich hoffe, dass wir gemeinsam Siege einfahren werden. Dann Lena Wurzenberger nochmal für Bild, bitte. Könnt ihr mich hören? Ja. Merkst du denn jetzt eine Veränderung bei Julian Nagelsmann im Vergleich jetzt zu der Leipzig-Zeit? Also macht er hier was anders? Wirkt er auf dich besonders motiviert? Oder wie ist dein Eindruck von ihm? Il a toujours été comme ça, il a toujours été motivé. Je pense que voilà, après maintenant peut-être qu'il est encore plus motivé, mais il a toujours cette motivation de gagner. Aber er hatte schon immer diesen Siegeswillen. Il nous donne aussi cette envie d'aller chercher la victoire et und er gibt uns eben auch diese Lust darauf, nach dem Sieg zu streben, und ich bin sehr sehr glücklich, dass er beim FC Bayern ist. Dann ist der Kicker an der Reihe mit Georg Holzner. Hallo Dario, servus. Servus. Eine Frage, wenn du auf die Nationalmannschaft blickst, Frankreichs, auf das Ausscheiden bei der EM jetzt. Wie hast du das Ganze verfolgt? Wie ist dein Kontakt zur Nationalmannschaft? Ist die WM dann in Katar, die als nächstes ansteht, ist das dann dein neues großes Ziel, das du hier beim FC Bayern dann versuchst zu erreichen? Und dann noch eine Frage an Herrn Salihamidžić. Sehen Sie tatsächlich aufgrund dieser beiden Ausfälle, klar, Sie sprechen von irgendwann im August, dass die Spieler zurückkommen, aber Sie brauchen ja auch noch eine gewisse Zeit, bis die in den Rhythmus kommen, weil die Vorbereitung fällt weg und nach so einer Verletzung braucht es auch eine gewisse Zeit. Tatsächlich dann gar keine Probleme in der Abwehr auf den FC Bayern zuzukommen, so zum Saisonstart? Non, pour l'instant, franchement, je pense pas à ça. Je viens d'arriver ici. Ja, momentan denke ich an so etwas überhaupt nicht. Ich bin jetzt gerade angekommen beim FC Bayern. Ich versuche eine gute Vorbereitung zu machen, gut einzusteigen. Und dann wird man sehen, was in der Zukunft geschieht. Klar ist es ein Ziel für mich, in der Nationalmannschaft zu spielen, mein Land Frankreich zu repräsentieren. Et je pense que c'est sûr qu'ils ont eu un tournoi qui est difficile. Ils ont un tournoi qui est difficile. Und ganz klar, ja, sie hatten ein schwieriges Turnier. Sie haben verloren, aber ich denke, dass Frankreich eine großartige Fußballnation ist, und sie werden auch in Katar dabei sein. Ja, natürlich ist es immer schade, wenn sich die Spieler verletzen, ist doch klar, habe ich auch vorhin gesagt, dass das keine glückliche Situation ist, dass gleich zwei Spieler, die da immer auch links oder Lukas auch auf der Innenverteidigerposition spielen kann, sich verletzen, aber Dayo ist da. Wir haben auch wirklich eine gute, richtig gute Konkurrenz geschaffen auf der Position. Da ist noch Niklas, dann Nian Zhu, da haben wir Benji, der da auch spielen kann. Also wir haben schon einige Spieler, die diese Position ausführen können. Und wie wir vorhin gesehen haben, Omar ist auch da. Also wir werden schon zusehen müssen, dass wir eben gut reinkommen. Auch zusehen müssen, dass wir diese Spieler schnell fit kriegen. Aber deswegen jetzt auf dem Transfermarkt tätig zu werden, ist jetzt nicht das, was wir wollen, weil das, wie ich schon vorhin erklärt habe, auch Verletzungen sind, die überschaubar sind, die nicht jetzt ein halbes Jahr oder ein Jahr dauern, sondern einige Wochen, und die werden wir versuchen zu überbrücken. Natürlich wollen wir gleich von Anfang an die Spiele gewinnen, wollen gleich gut in diese Saison starten. Klar, für den Trainer auch nicht glücklich, dass diese Stammspieler, sage ich mal, ausfallen. Aber wir haben einen guten Kader, wir haben auf diesen Positionen sehr gute Besetzung, guten Konkurrenzkampf. Deswegen werden wir so erstmal reingehen. Dann sollten alle Fragen beantwortet sein. Kein Handzeichen mehr. Vielen Dank soweit Ihnen und danke euch beiden, Hasan und Dario. Zum Schluss wie immer, auch hier ein schönes Foto mit der neuen Nummer 2. Risiko. Ja, wir hier rückwärts. Ein bisschen.
für die Kamera da. Dann vielen Dank. Danke. Alles Gute. Schönen Tag noch. Ciao. Ciao.